Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der ersten Vorlesung haben wir mit Paul Tillich das religiöse Symbol definiert. Zu den Merkmalen eines religiösen Symbols gehören nach Tillich die Bildqualität, es muss anschaulich sein, sowie die Sinntransparenz, es muss uns die höhere Wirklichkeit offenbaren. Mit Heidegger, auf den sich Tillich fraglos bezieht, können wir sagen, das religiöse Symbol ist ein Phänomen, vom griechischen Phainestai aus sich selbst heraus erscheinen. Das religiöse Symbol begegnet uns, durch dieses Zeichen fließt aus dem transzendentalen Bereich etwas auf uns zu, das wir im eigenen Verstand, im eigenen Ich so nicht erschaffen können, sondern staunend empfangen dürfen. Ein Merkmal des religiösen Symbols ist auch seine Herkunft aus dem kollektiven Unbewussten, aus dem Mythischen. Das heißt, es ist keine beliebige Setzung, wie etwa bei der Ampel, rot gleich halten, stehen, grün gleich fahren, gehen. Das religiöse Symbol heißt das, bestimmt seine Farbe und seine Qualität selber. Es wirkt ja aus sich heraus, aus dem Mythos. Und so lassen sich in den meisten Vorstellungen dieses Mythos, auch wenn es um Verschiedenes geht, Ähnlichkeiten aufspüren. Wir haben dies anhand von König Ödipus entdeckt, der König, der schief im Tor seines Palastes steht und der König, der schlaff am Kreuz hängt, sind Ausprägungen derselben mythischen Gestalt. Beide stoßen in der Verlassenheit den verzweifelten Schrei aus, sie, die Mächtigen, können sich selber nicht helfen. Und da ist niemand, kein Gott, kein Vater, der sie aus der Obrigkeit der Finsternis erlöst. Existere, hinausstehen in die Nacht des Nichts. Existenz aus Verzweiflung, das gilt für beide, für Jesus und Ödipus, beide existieren, beide sind konkret, fassbar, beschreibbar, erzählbar, darstellbar, etwa in der Tragödie oder im Passionsspiel. Aber eben die Frage, die Jan-Heiner Tück am Schluss der letzten Vorstellung gestellt hat, ist natürlich die, was ist über oder hinter ihnen? Was ist der Grund, aus dem sie in die konkrete, gar in die historische Figur hinausstehen? Das Gemeinsame beider Gestalten lässt darauf schließen, dass sie aus derselben Matrix entstanden sind. Matrix heißt ursprünglich Gebärmutter. In Matrix steckt das Wort Mater, Mutter, Matrix, Gebärmutter, Quelle, Ursache. Aber was ist das für eine Ursache? Was ist das für eine Quelle? Können wir sie beschreiben, erfassen, benennen? Platon hat sie als das Unum bezeichnet, als das Erste, das Eine, aus dem sich dann alles Seiende entfaltet. Wir können mit Parmenides sagen, es ist das Sein. Oder religiöser, Gott ist. Aber was er ist, können wir nicht definieren. Wir können das Geheimnis nicht enthüllen. Das geschieht erst in der Apokalypse, zu Deutsch Enthüllung. Aber in der Vorwegnahme dieser Apokalypse, in der Apokalypse von Ödipus, der in sich selber den Täter und Schänder enthüllt, oder in der Apokalypse am Kreuz,
wird erahnbar, dass da aus dem unfassbaren Sein etwas ins Seiende eintritt. Das Geheimnis wird anschaulich. Halten wir fest, was sich durch Gestalten oder Zeichen offenbart, ist uns in diesen Gestalten oder Zeichen zugänglich. Aus der Oberwelt, der Überwelt, dem transzendentalen Raum kommt etwas auf uns zu. Es erzählt sich ein Übergang, es erzählt sich eine Verwandlung. Es göttert, könnte man sagen. Es geht mythisch zu. Die Oberwelt berührt uns, doch berührt sie uns im Seienden einer bestimmten Gestalt, eines bestimmten Zeichens, während die Oberwelt, die höhere Wirklichkeit, im Geheimnis verbleibt. Wir wissen von der Ursache nur, dass sie eine Wirkung hat. Wir wissen von der Quelle nur, dass sie fließt. Zwar erahnen wir in der Erscheinung, in der Verkörperung, die Matrix, ich wiederhole das Wort, weil wir ihm bald wieder begegnen werden, zwar wetterleuchtet in der persönlichen Apokalypse des Ödipus oder des Jeschua am Kreuz, das Gewitter der wahren, der letzten Apokalypse, nicht zufällig bricht über dem Kreuz die Finsternis herein, nicht zufällig zerreißt im Tempel der Vorhang, nicht zufällig bebt die Erde, aber es ist ein Wetterleuchten, ein Vorschein. Die Matrix als solche bleibt Geheimnis. Sie entbirgt sich nur insofern, als sie in den Figuren oder Zeichen, die sie hervorbringt oder durch sie, die sie hervorscheint, erahnbar wird. Das besonnte Seiende, Platon hat von der Sonne des Seins gesprochen, lässt auf die Sonne schließen. Wo Rauch ist, da muss auch ein Feuer sein. Wo Wasser fließt, muss eine Quelle sein. Mythos heißt Erzählung. Wir können die Matrix nicht sehen, aber in der großen Erzählung der Passion oder im großen Krimi des Ödipus, der sich selbst als Täter enthüllt, was ihn zuletzt in die Finsternis führt, in die Blendung, teilt uns die Matrix mit, dass es sie gibt. Phänomenologie des Kreuzes, das ist ein Verweis auf die letzte Enthüllung, auf die Apokalypse. Das Sein, die Sonne, bringt sich in der Finsternis zur Darstellung. Und genau aus diesem Grund war und ist das Sterben am Kreuz seit je ein Gegenstand der Literatur, des Theaters. Der Hintergrund bleibt Geheimnis, doch die Art und Weise, wie das Geheimnis auf uns zutritt, wie es uns entgegenraucht, wie es aus der Matrix hervorleuchtet, lässt sich darstellen. Ich komme nun zum ersten Stück der heutigen Vorlesung. Insgesamt sind es 5. Erstes Stück. Was erzählt sich eigentlich, was stellt sich dar, wenn wir im Theater Ödipus zusehen oder in der Matthäus-Passion das Sterben und den Tod am Kreuz mitempfinden. Einfacher gefragt, was für einen Titel hat der Mythos, der so verschiedenen Gestalten wie Ödipus und Jesus oder Prometheus gemeinsame Attribute gibt? Die Antwort erteilt uns Mircea Eliade. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sonst bitte ich um eine Korrektur. Der berühmte Religionshistoriker aus Rumänien. Seine Absicht war es, die Religionsgeschichte an sich und als solche darzustellen. Das heißt,
dem Wesen der Religion, ihrem Phänomen in verschiedenen Religionen nachzuspüren. Ihm ging es darum, Strukturen aufzuzeigen, die allen Kosmologien und Ontologien von den altindischen Veden bis zu den Vorsokratikern innewohnen. Eliade war nicht nur Wissenschaftler, er war auch Erzähler. So hat er etwa die magischen Geschichten verfasst, heute noch greifbar als Inseltaschenbuch. Und ebenfalls im Inselverlag erschienen seine Erinnerungen 1907 bis 1937. Wenn Sie diesen Autor kennenlernen möchten, empfehle ich Ihnen dieses Buch. Es kam 1987 heraus, zu seinem 80. Geburtstag, und er berichtet darin, wie er, der 1907 als Sohn eines Offiziers in Bukarest geboren wurde, zum leidenschaftlichen Religions-, Mythen- und Archetypenforscher wurde. Seine private Geschichte, die er literarisch elegant erzählt, ist deshalb von Bedeutung, weil er am eigenen Werdegang untersucht, was ihn auch an seinem Forschungsgebiet, an der Religionsphänomenologie fasziniert hat, die Initiation, die Riten der Einweihung. Eine Initiation ist zum Beispiel die Taufe oder die Priesterweihe oder eine Eheschließung mit kirchlichem Segen. Eliade jedoch stellt die Initiation, die er als Mysterium der Verwandlung begreift, in einen größeren Zusammenhang. Ich zitiere: Die Welt gilt als Werk eines übernatürlichen Wesens, als göttliches und folglich in seiner Struktur geheiligtes Werk. Der Mensch lebt in einem Universum, das übernatürlichen Ursprungs, auch in seiner Form, manchmal sogar in seiner Substanz, geheiligt ist. Die Welt hat eine Geschichte. Eliade setzt das Wort Geschichte in Anführungszeichen. Ihre Erschaffung durch die übernatürlichen Wesen. Diese Geschichte bezeichnet er als eine heilige Geschichte, denn sie ist exemplarisch. Sie erzählt, wie die Dinge ins Seiende getreten sind, aber sie begründet auch alle menschlichen Verhaltensweisen und alle gesellschaftlichen und kulturellen Einrichtungen. Zitat: Weil der Mensch von übernatürlichen Wesen geschaffen und zivilisiert wurde, gehören alle seine Verhaltensweisen und Tätigkeiten zur heiligen Geschichte. In diese Geschichte, fährt Eliade an anderer Stelle fort, muss der Mensch eingewiesen werden. Das heißt, der zeitlich beschränkte, der sterbliche Mensch muss das Überzeitliche und Unsterbliche, also das Heilige und Ewige, erfahren, erfassen, kennenlernen, das ihn geschaffen hat. Wie erfährt er dies? Durch die Begegnung mit dem Heiligen. Wie begegnet er dem Heiligen? Wie gesagt, durch Zeremonien, durch Prüfung, durch Überlieferungen, eben durch die Einweisung, durch die Initiation, durch die Verwandlung. Sie alle kennen das, haben das vielleicht selber auch schon erfahren. Ich muss zum Beispiel bei der Pfadfinderprüfung barfuß durch ein Brennnesselfeld rennen. Das war dann hat man seinen neuen Namen, seinen Pfadfindernamen bekommen. Studentenverbindungen kennen solche Prüfungen, Initiationen. Berühmt ist auch das, was zaristische Offiziere als Innovation
durchmachen mussten. Sie haben sich nämlich in Petersburg in der dritten oder vierten Etage rücklings aus dem Fenster gelehnt, also haben sich in die Schwebe gelegt und mussten dann eine Flasche Wodka aussaufen. Ich zitiere wieder wörtlich: Die meisten Initiationsprüfungen enthalten in mehr oder weniger erkennbarer Form einen rituellen Tod, dem eine Auferstehung oder eine Wiedergeburt folgt. So Eliade. Das zentrale Moment jeder Initiation wird durch einen Vorgang nachempfunden, die den Tod des Neophyten und seine Rückkehr zu den Lebenden symbolisiert. Also der Offizier, der es geschafft hat, diese Flasche zu saufen, der dann sturzbetrunken ins Innere wieder des Palastes torkelt, erlebt eine Art von Auferstehung. Er hat den Abgrund hinter sich, er hat den Tod bezwungen, er kehrt als ein Neuer, nun von seinen Kameraden anerkannter, ins Leben zurück. Wir können ergänzen, ein Getaufter, ein Geweihter, ein Initiierter ist aus der Unwissenheit herausgetreten und nun ins Wissen einer höheren Geschichte eingetreten. Ich zitiere noch einmal Eliade: Die zweite Geburt, die Initiationsgeburt, wiederholt nicht die erste, die biologische. Um die Seinsweise des Initiierten zu erreichen, muss man Wirklichkeiten kennen, die nicht mehr zur Natur gehören, sondern zur Biografie der übernatürlichen Wesen, also zur heiligen Geschichte. Zusammengefasst, der Initiierte wird ein anderer Mensch, weil er zum Beispiel durch die Taufe, durch die Priesterweihe eine religiöse Offenbarung der Welt und der Existenz empfangen hat. Zweites Stück: Wasser, Stein, Bau. Ich sagte vorhin, der Rauch verweist auf das Feuer, das Wasser auf die Quelle, das Hervortreten der Gestalt auf den Hintergrund. Mircea Eliade schloss von zahllosen, teilweise primitiven Initiationsriten auf einen ihnen gemeinen Hintergrund. So begegnete er in verschiedenen Kulturen immer wieder der Taufe. Getauft wird durch das Wasser. Infolgedessen zählt er das Wasser zu den archetypischen Dingen im Hintergrund. Je einfacher das Ding, sagt er, desto größer ist seine Fähigkeit zum Symbol zu werden. Sie entstammen gerade bei primitiven Völkern der alltäglichen Erfahrungswelt, wie das Wasser, wie der Stein, wie der Baum. Und so sind diese Dinge universell. Wasser, Stein, Baum gibt es überall. Sie sind universell, also archetypisch. Sie gehören zum Bestandteil der meisten Religionen, mit anderen Worten, sie zeugen von einem kohärenten, einheitlichen System. Damit ist aufgrund der Gegenstände der Initiationsriten Entscheidendes über die Matrix gesagt. Bleiben wir beim Beispiel Wasser. Ziemlich verschiedene Prototypen, etwa die Taufe, die Sintflut, der rituelle Trank, lassen sich auf einen eindeutigen Archetypus zurückführen: Wasser. Und es ist klar,
Das prototypische oder profane Wasser verweist auf die heilige Quelle. Heilig deshalb, weil sie Leben stiftet. Diese Stiftung von Leben wiederum ist auch anderen Archetypen eigen, etwa dem Feuer oder der Sonne, oder, damit nähern wir uns wieder unserem Gegenstand, dem Baum. Der Hierophant, wie Eliade ihn nennt, also der Mensch, der ins Heilige seiner Geschichte eintreten möchte, braucht einen profanen Prototypen, der ihm die Herkunft aus dem Göttlichen vorführt, versinnbildlicht. Der Baum ist die Vorstellung, die Darstellung eines mythischen Baums, des Lebensbaums. Der Baum, wie wir ihn sehen, der da draußen im Hof steht, zeigt dem Menschen, wie aus Holz, Erde, Wasser, Sonne das Blatt wächst oder der Apfel. Das heißt, der profane Baum ist ein Symbol der Mutter Erde, die Leben spendet. An diesem Baum begreift der Mensch seine Abstammung aus dem großen Ganzen, aus dem Kosmos, aus der Götterwelt. Der Primitive betet also nicht den Baum an, sondern verkehrt durch das Symbol Baum, Stamm, Frucht mit dem Absoluten. Das Absolute, Absoldere, abgelöst, ist für ihn im Baum konkret, konkretere zusammenwachsen, also anschaulich, im Wortsinn begreifbar. Zusammengefasst, der Prototyp Baum ist ein Symbol des archetypischen Lebensbaums, und indem der Hierophant diesen Zusammenhang erkennt, transzendiert er von einem Prototypen zum Archetypen, das heißt, er wird empfänglich für seine Abstammung aus einer höheren Wirklichkeit, er wird eingeweiht. Im Rauch der Opferfeuer atmet er den Atem der Götter ein. Im rituellen Trank trinkt er aus der heiligen Quelle des Absoluten. Drittes Stück: Der Krieg der Steine gegen das Holz. Vor einigen Jahren veröffentlichte ich ein Bändchen mit dem Titel Das Holztheater. Unter anderem versuche ich darin, die Geschichte der Steine zu erzählen. Ursprünglich dienten sie dem Menschen dazu, seine Toten zu begraben. Um sie vor Geiern, Blitzen, Fluten und Schändern zu schützen, wurde über die Leiche ein Steinhaufen geschüttet. So entstand der Zusammenhang zwischen den Steinen und dem Reich des Todes. Denn um die Götter für den Toten günstig zu stimmen, wurden die Grabsteine zu Opferschalen ausgeschliffen, die man mit Fell oder mit Fett oder Tierblut gefüllt und angezündet hat. Diese Feuer wiederum haben die Menschen in der unwegsamen Welt als Signalfeuer benutzt, als Orientierungszeichen. So hat die Flamme, die nach oben verwies, zu den Göttern, den Herumirrenden in der Nacht als Wegweiser gedient. Sie hat über ihr Überleben entschieden, über ihr Glück und Unglück. Und jetzt wissen Sie auch, wie der Würfel entstanden ist aus dem Opferstein. Denn schon früh hat man die Opfersteine, die man eben zu Schalen ausgeschliffen hat, so gepunktet, dass daraus die Wege abgelesen werden konnten. Zum Beispiel
wenn ein Opferstein 3 solche Punkte hatte, dann wusste man, der Weg geht in diese Richtung. Das war eine Kreuzung und das sehen Sie, das ist sozusagen das Urbild des Würfels. Das eine ist eine 3, das andere ist eine 5. Das sind 2 parallele Wege und ein Punkt bedeutete, hier ist der Weg zu Ende. Hier ist die Grenze. So war aus diesem Stein dann auch der erste Grenzstein entstanden. Aber wie gesagt, der ursprüngliche Grabstein war auch ein Opfertisch. Und da man in den Steinschalen nicht nur Tierfett verbrannt, sondern auch Kräuter zerstoßen hat und Salben gemischt hat, diente der Altar zugleich als erste Apotheke. Wer genas, schrieb die Wirkung dem Stein zu. Das Alte Testament war steingläubig. Moses hatte dem Volk die 10 Gebote auf Steintafeln gezeigt. Die Klagen gehen an eine Mauer. Griechen und Römer beteten steinerne Standbilder an. Und der König, der Mächtige, ließ am Ringfinger den Edelstein funkeln. Aber dann kam Jesus Christus und er kam im Zeichen des Kreuzes, des Holzes, von Anfang an. Josef war Zimmermann, das Kind lag in der Krippe, Jesus starb am Kreuz. So, meine Damen und Herren, begann ein Krieg, der zur Zeit wieder im vollen Gang ist, Stein gegen Holz. Die Evangelien berichten es im Triumph. Als sie am frühen Morgen kamen, fanden sie den Stein von der Gruft weggewälzt. Christus war auferstanden, das Grab leer. Es war ein Holzsieg. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Leichen in Binden gewickelt, in Grabhöhlen gelegt und unter Steinplatten. Nun hat Christus am Holz den Tod besiegt und so wird man die Toten fortan in einem hölzernen Gewand begraben im Sarg. Schauen Sie sich auf Ihrer nächsten Wanderung die Wegkreuze an. Sie stehen oft auf einem steinernen Sockel und symbolisieren so den Sieg des Holzes über den Stein, gar über den Gipfel, ja, über die Welt. Aber eben, der Krieg dauert an, es ist ein alter Krieg. Schon die Kirchenväter, etwa Hieronymus und die frühen Konzile, haben die Zitat Steinanbeter und die Feuermacher auf Steinen verfolgt und bekämpft. Da sie bald einmal merkten, dass sie die alten Kulte nicht ausrotten konnten, beschloss der Klerus, den Stein in die Kirche hereinzuholen. Der Opfer- und Apothekentisch wurde zum Altar. Die Tag- und Nachtleuchtende Signalflamme hieß nun ewiges Licht. Die Opferfeuer wurden zu Kerzen und da man gerade dabei war, den geweihten Innenraum neu zu gestalten, nahm man die Flusstaufe in den Stein zurück, in die altbewährte Opferschale, nunmehr Taufbecken genannt. Vom Kampf Holz gegen Stein erzählen gerade im alten Raum viele Sagen. Der Teufel will das Vordringen des Holzes in seine Steinwelt verhindern. Er greift, um die neue Holzbrücke zu zertrümmern, zu einem Stein. Aber siehe da, gerade in diesem Moment schlägt ein frommes Kind ein Kreuzzeichen.
ein tiefer gelegenes Kirchlein fängt an zu wimmeln, oder Gott selbst, indem er ein rauschendes Gewitter schickt, eine Art Großtaufe, spült den Teufel den Stein aus der Kralle. Alte Geschichten? Nein. Gerade an den Alpenpässen tobt die Schlacht. Während der Mensch immer breitere Betonbänder durch die Schluchten spannt, droht der Bannwald zu sterben. Die Waldleute kämpfen im Zeichen des Kreuzes, die Betonbauer vertreten die Steinwelt. Und schauen Sie sich einmal Reinhold Messner etwas genauer an. Ich habe ihn in der ersten Vorlesung zitiert. Er, der sich über die Möblierung der Gipfel durch Kreuze ärgert, gleicht mit seinem wilden Bart ein Menschen der Steinzeit, in die er offenbar zurück möchte. Das war ein kleiner Sprung in die Gegenwart und er zeigt uns, dass das Holz momentan in eine Abwehrschlacht, in Rückzugsgefechte verwickelt ist. Infolge der modernen Mobilität sterben die Friedhöfe. Den Sargschreinern geht es schlecht. Steinerne Grabstelen verwalten gemeinschaftliche Urnensammlungen und neuerdings geht man sogar so weit, dass im Holzchalet den Ausdruck einer alpino-faschistischen Gesinnung zu sehen. Das heißt, das hört sich wie ein Witz an, gewiss, lässt jedoch tief blicken, nämlich in die Tiefe der Zeit. Der Archetypus Holz kämpft einen ewigen Kampf gegen den Archetypus Stein, was sich vor unseren Augen abspielt, ist also Teil einer archaischen Auseinandersetzung. Jene, die das Kreuz abhängen und verbieten möchten, übersehen, dass wir nach wie vor Holz berühren, um einer bösen Vorbedeutung vorzubeugen. Touch, Wut. Solche Bräuche pflegen sich nur einzubürgern, schreibt Ernst Jünger am 5. November 1942 in sein Tagebuch, wenn ihnen auch Symbolkraft innewohnt. Sie könnte im organischen Charakter des Holzes liegen. Man greift nach ihm als nach etwas Gewachsenem. Man greift nach ihm als nach etwas Gewachsenem, das leitet über zum vierten Stück der Lebensbahn. Mit diesem Stück betrete ich hier in Wien ein Minenfeld, denn ausgerechnet in der Stadt Sigmund Freuds werde ich mich im Folgenden auf C.G. Jung beziehen, den von Gottvater Freud im Zorn verstoßenen Lieblingsjünger und dessen Werk Symbole der Wandlung, Analyse des Vorspiels zu einer Schizophrenie. Der erste Teil dieses Werks erschien 1911, 1912 der zweite und 1952 publizierte Jung eine Neufassung mit 300 Illustrationen. Ich fand mich gedrängt, bekennt Jung im Vorwort, mich allen Ernstes zu fragen, was ist der Mythos, den du lebst? Das war der Bruch mit Freud. Denn Freud ist ein Jünger Descartes. Freud geht davon aus, dass das Individuum über ein Triebsystem verfügt, das zum einen aus biologischen Affekten, aus tierischen Trieben, zum anderen aus seinen individuellen Erlebnissen besteht, während C.G. Jung hinter
die chinesische Denkmauer zurückgehen wollte. Zitat: Neben den persönlichen Quellen, so jung, verfügt die schöpferische Fantasie auch über Bilder, die sich in den Mythologien von allen Zeiten und Völkern offenbaren. Die Gesamtheit dieser Bilder formiert das kollektive Unbewusste, welches in potentia jedem Individuum durch Vererbung mitgegeben ist. In dieser Tatsache liegt der Grund, warum die mythologischen Bilder spontan und unter sich übereinstimmend nicht nur in allen Winkeln der weiten Erde, sondern auch zu allen Zeiten immer wieder aufs Neue entstehen konnten. Sie sind eben immer und überall vorhanden. Zitat Ende. Diesen Hinweis aufs Ewige hat Gottvater Freud, der sich ja selber als Stifter einer Vernunftreligion empfunden hat, dem Jünger Jung nicht verziehen. Das war das bittere Ende einer Männerfreundschaft. Von da an herrschte Hass, vor allem von Freud gegenüber Jung. Dass sie damit ein archetypisches Muster wiederholten, nämlich die Vertreibung des Lieblingsjüngers aus dem innersten Zirkel, aus dem Paradies, wo der schlangenumwickelte Erkenntnisbaum steht, ist dabei nicht uninteressant und hätte Freud zu denken geben müssen. So unabhängig von der ewigen Matrix, wie Freud den Menschen sehen wollte, sind wir wohl nicht. Den Wienern, denen Jung vermutlich nicht so ganz geheuer ist, sei gesagt, der Schweizer Jung hat kein alpino-faschistisches Chalet bewohnt. Er hat in seinem Garten am oberen Zürichsee einen Steinturm errichtet, in den er sich zurückgezogen hat, um aus querweltein gesammelten Mythen, Sagen, Bildern das Archetypische herauszudestillieren. So hat er aus den zahlreichen Prototypen des Lebensbaums dessen Archetyp hervorgeholt. Und damit nähern wir uns wieder dem Wort Mater, Mutter, Matrix. In den Symbolen der Wandlung gelingt Jung der Nachweis, wie ich meine, dass der Lebensbaum, der auch zum Kreuz wird, die Mutter symbolisiert. Ich formuliere es überspitzt. Nach C.G. Jung hat der gekreuzigte Jesus an seiner Mutter gehangen. Dabei spielt das Kreuz für Jung eher eine Nebenrolle. Ihm geht es hauptsächlich um den Lebensbaum, der die archetypischen Dinge wie Erde, Wasser, Sonne, Holz in sich vereinigt, sodass er gewissermaßen zu einem Zentralarchetypus wird. Um diese These zu belegen, sammelt er Belege von Polynesien bis Indien. So wurde nicht nur bei primitiven Völkern, sondern noch im Mittelalter, im christlichen Mittelalter, der Baum als Frau angesprochen. Du Frau, du Baum, gib mir deine Frucht. Der Zusammenhang ist klar. Wie die Frau Leben gebiert, gebiert der Baum Nahrung, die nicht auf einer gefährlichen Jagd erlegt werden muss. Der weibliche Baum verteilt die Geschenke der Erde. Er spendet Leben. Dazu gehören die Fichte des Attis, der Baum des Mithras, die nordische Weltesche Yggdrasil. Interessant für uns
In vielen Mythologien ist der Lebensbaum zugleich ein Todesbaum, was wiederum im Galgen sichtbar wird oder im christlichen Kreuz. Bleiben wir noch kurz bei der Weltesche Yggdrasil. Beim Weltuntergang verbirgt sich in ihrem Stamm ein Menschenpaar, von dem dann die Geschlechter der erneuerten Welt abstammen. Der Sarg ermöglicht die Wiedergeburt. Die Weltesche, der Lebensbaum, ist ewig und dadurch imstande, dem sterblichen Menschen ein Fortleben zu spenden. Diese Erwartung findet sich in vielen anderen Mythen, natürlich in verschiedenen Ausprägungen. Was bei den Germanen die Weltesche Yggdrasil war, meint Jung, sei bei Insel- und Meervölkern häufig der Einbaum gewesen, worin man die Leichen den Wellen überließ. Im ägyptischen Totenbuch ist der Lebensbaum das Schiff, das zu neuen Ufern ausfährt. Eine Anmerkung am Rand. In der letzten Vorlesung erwähnte ich, dass Robinson als erste Novel gilt. Gar so neu war das, was diese Novel erzählt, offenbar nicht. Robinson verlässt als einziger lebend das zerschmetterte Segelschiff und rettet sich, wie das Paar in der Weltesche Yggdrasil oder der Tote des ägyptischen Totenbuchs, durch sein Schwimmen zu einem neuen Ufer und in ein neues Leben. Das Symbol des Lebensbaums, können wir zusammenfassend sagen, ist universell. Und je nach Weltgegend hat er die ihm eigene Gestalt. Er kann eine Esche sein, eine Fichte, ein Einbaum, ein Schiff, gar ein Walfisch oder eine Mähre. Ein Ableger davon haben sie im Nachtmar, der sie in ihren Träumen heimsucht, auftauchend aus ihren Urmeeren, aus denen die Arten, so hat es Darwin beschrieben, in ferner Urzeit auf ihren Flossen an Land gekrochen sind. Kommen wir nun zum christlichen Bereich. Sie sind Theologen, Sie kennen sich da besser aus, aber können Sie schlüssig erklären, warum Maria einzig im Johannesevangelium das qualvolle Sterben ihres Sohnes miterlebt? Die anderen drei Evangelisten erwähnen Maria unter dem Kreuz nicht. Und auch bei Johannes steht sie auffällig stumm, wie unbeteiligt unter dem Kreuz. Warum? Ich versuche mit C.G. Jung die Frage zu beantworten. In seinen Symbolen der Wandlung ist ein Foto vom Westportal des Straßburger Münsters abgedruckt. Da erhebt sich das Kreuz aus Adams Grab. Der Paradiesesbaum ist zum Sarg geworden, der Adams Skelett enthält. Aber wie in den zuvor erwähnten Mythen ist der Untergang des Paradieses nicht dessen Ende, sondern zugleich ein neuer Anfang. Aus dem vermodernden Holz und dem verwesenden Adam, so das Bild, wächst das Kreuz, an dem Christus, der Dornengekrönte, einem neuen Leben entgegenstirbt, der Auferstehung von den Toten. Dieses Bild macht anschaulich, was auch viele andere abgedruckte Darstellungen des Kreuzes zeigen, dass die Kreuzigung einen ewigen Kreislauf symbolisiert. Aus dem Paradiesesbaum wird Adams Sarg, aus dem Sarg erhebt sich das Kreuz, am Kreuz stirbt Jesus
der Auferstehung entgegen. Diese Deutung deckt sich mit den Forschungsergebnissen von Mircea Eliade. Der Initiierte erfährt das Geheimnis der Wiedergeburt. Wer ist die Gebärerin? Die Mutter, symbolisiert durch den Lebensbaum. Du Baum, du Mutter, können wir sagen, hast Jesus geboren, der sich von dir losreißen muss, um einzukehren in den Schoß der Erde und aus diesem wieder hervorzukommen in der Auferstehung, in der nächsten Geburt, die den Tod überwindet. Die Kreuzigung ist deshalb ein Symbol von ungeheuerlicher Kraft, weil sie die beiden größten Gegensätze, Tod und Leben, in eins fasst und weil diese Coincidentia Oppositorum, die Einheit von Gegensätzen, einen Vorgang symbolisiert, durch den wir alle gehen müssen. Indem sich das Kind von der Mutter löst, erleidet es einen kleinen Tod. Indem es diesen Tod stirbt, tritt es hinaus ins Leben. Der Hierophant, mit Eliade gesprochen, erkennt seine eigene Geschichte als heilig, indem er begreift, dass der Kreislauf, in den er hineingeworfen wird, ein ewiger ist. Von der Mutter ins Leben, vom Leben in den Tod, vom Tod in ein neues Leben. Am Kreuz identifiziert sich Gott mit seiner Schöpfung, die ein ewiges Werden und Vergehen ist. Und er identifiziert sich bis in die äußerste Konsequenz. Er existiert, mit Heidegger gesprochen. Mit seinem Verzweiflungsschrei ragt er hinaus in die Nacht des Nichts, reißt er sich los vom Leben, von der Mutter, vom Baum, um durch die Unterwelt wieder aufzufahren in die Oberwelt. Deshalb ist Maria beim einzigen Evangelisten, der sie ins Passionsgeschehen einfügt, so sonderbar stumm. Die Mutter ist im Lebensbaum, im Todesholz bereits da. Das haben die anderen Evangelisten gespürt und Maria im Passionsgeschehen weggelassen. Sie stört das Symbolgeschehen, denn, und damit schließe ich dieses Stück ab, der mütterliche Lebensbaum, das Kreuz, ist, mit Eliade und Jung gesprochen, ein Prototyp, der auf den Zentralarchetypen Lebensbaum verweist. Der Prototyp als Baum, als Lebenspfahl, als Todesholz lässt die Matrix durchscheinen, aus der alles hervorgeht, unser Leben, unser Tod und unsere Einsicht, dass wir als Sterbliche einer heiligen Geschichte angehören, einem ewigen Kreislauf. Die ewige Wiederkunft ist ein zentraler Gedanke von Friedrich Nietzsche. Ihm, seinem Abfall vom Kreuz, von Gott, von aller Religion und nachdem ihn der Gedanke vom ewig rollenden Rad des Seins erschüttert hat, von seinem Sturmlauf in den Wahnsinn, da er sich zum Gekreuzigsten aufruft, werden wir in der vierten und letzten Vorlesung begegnen. Sie sehen schon jetzt, Nietzsche ahmt nach, was das Kreuz symbolisiert. Er initiiert sich selbst, indem er hinabstürzt in den totalen Nihilismus
Und aus diesem sich neu gebiert, aus Zarathustra, ist er einerseits der Prototyp des neuzeitlichen Menschen, ohne den zum Beispiel die freudsche Psychoanalyse gar nicht denkbar wäre. Andererseits jedoch ist sein Leben, sein Denken ein Ausdruck jener Matrix, die in der Kreuzigung ihren gültigsten Ausdruck erfahren hat. Fünftes und letztes Stück. Und die Literatur. Jan Einer Tück hat mich geholt, um Ihnen Einblick in die Literatur zu eröffnen. Und vielleicht sind Sie der Meinung, ich hätte in der heutigen Vorlesung diese Aufgabe vernachlässigt. Zu meiner Rechtfertigung möchte ich den Hexenbesen von Margarita in Der Meister und Margarita erwähnen. Im Slawischen heißt Mara Hexe. Im Wort Nachtmar steckt die Hexe drin. Mare kommen aus der Dunkelheit. Bulgakows Margarita verwandelt sich mit einer Salbe in eine Hexe, die auf einem Besen, also einem Holzstiel, einem Lebensbaumschiff über Moskau und Russland hinweg fließt. Frau Tschuol verdanke ich aus dem Leseseminar den Hinweis, dass Bulgakov nie vom Kreuz gesprochen hat in Meister und Margarita. Da ist immer vom Pfahl die Rede, vom Totenholz. Das deckt sich genau in neuen Übersetzungen, ist das mittlerweile korrigiert. Denn so ist natürlich der Zusammenhang zwischen dem Hinrichtungspfahl und dem Hexenbesen, dem Pfahl, auf dem Margarita über Moskau hinweg segelt, evident. Das heißt, durch diesen Besen, dieses Holz, ist Margarita in den Symbolbereich der Kreuzigung eingefügt. Mit anderen Worten, Bulgakov gelingt eine höchst raffinierte Verflechtung der biblischen drei Kapitel mit dem Rest des Romans, der in Moskau der Stalinzeit spielt. Der Marterpfahl, an dem Jeschua den Tod erleidet, wird zwischen den Schenkeln der fliegenden Margarita zum Lebensbaum. So saust der Roman mit Margarita aus der Gegenwart in eine mythische Urzeit zurück, die noch hinter der Kreuzigung liegt. Bulgakov kann zeigen, dieses Geschehen ist. Es ist gewissermaßen beginnlos, wie das Sein bei Parmenides, Platon oder Heidegger. Was sich da abspielt, geschieht in allen Zeiten. Es ist die vollendete Coincidentia Oppositorum von Tod und Leben. Tod, Leben, dieser Kreislauf war und ist immer. Wir haben heute die Literatur nicht verlassen, möchte ich damit sagen, sondern der Interpretation von Meister und Margarita ein weiteres Stück hinzugefügt. Im Übrigen habe ich natürlich die ganze Zeit von der Literatur gesprochen. Lesen heißt, wir werden initiiert, wir werden eingeweiht in das Geheimnis von Tod und Leben. Wir begeben uns zum Beispiel mit Robinson auf eine Abenteuerfahrt, die zu neuen Ufern führt. Oder wir durchsteigen mit Dante und Vergil die Kreise der Hölle, um dann den Paradiesesberg zu erklimmen, auf dem uns Beatrice erwartet, die heilige Rose in der zarten Hand. Aber, und mit diesen Hinweisen möchte ich schließen, viele Bücher in ihrem Büchergestell beziehen sich explizit auf das, was Mircea Eliade eine Einweisung in die heilige Geschichte nennt.
etwa Prometheus im Gedicht von Goethe oder sein Faust. Ich lese Ihnen einen kurzen Ausschnitt vor. Mephisto gibt Faust einen Schlüssel. Mephistopheles, hier diesen Schlüssel, nimm. Faust, das kleine Ding. Mephisto, erst fass ihn an und schätz ihn nicht gering. Faust, er wächst in meiner Hand, er leuchtet, blitzt. Mephisto, merkst du nun bald, was man an ihm besitzt? Der Schlüssel wird die rechte Stelle wittern, folg ihm hinab, er führt dich zu den Müttern. Sie sehen, der Gang zu den Müttern wird Faust die Matrix entschlüsseln. So wird er zur Quelle gelangen, zu jenem Geheimnis, das er sucht. Nicht nur sein Körper wird verjüngt, auch sein Geist erfährt eine Wiedergeburt. Ihm wird die Erkenntnis einer höheren Wirklichkeit zuteil. Und ganz zum Schluss Beckett, Warten auf Godot. Erster Akt, Landstraße, ein Baum, Abend. Mit dieser Szenenanweisung beginnt das Stück. Estragon, ein Landstreicher, will mit beiden Händen einen Schuh ausziehen, gibt den Versuch, aber erschöpft auf. Seine Füße sind geschwollen, Schwellfüße. Dann tritt Wladimir auf, ein zweiter Landstreicher, und schon bald kommen die beiden auf die beiden Schächer zu sprechen, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Weshalb kann Estragon den Schuh nicht ausziehen? Was ist mit seinen Händen los? Und was ist der Baum, unter dem er den erfolglosen Versuch unternimmt? Zu Beginn der nächsten Vorlesung erlaube ich mir, Ihnen zu erzählen, was ich als etwa 3- oder 4-tägiger Assistent von Samuel Beckett bei einer Inszenierung in Berlin erlebt habe. Beckett hat mir dabei einen Satz gesagt, den ich erst beim Niederschreiben dieser dritten Vorlesung zu verstehen begann. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch sagen, dass ich die Vorlesung zumindest in der ersten Fassung mit einem Holzbleistift geschrieben habe, und zwar in einem Bootshaus aus Holz am Wasser. Und wenn ich den Blick seitlich zum Fenster gewendet habe, stand da ein großer Baum. Diese archetypischen Dinge haben durch mich zu Ihnen gesprochen. Ich danke Ihnen.